Und Tunika Akrobat, schön, dass du am Start bist. Long time no see. Ja, so, zu so später Stunde bin ich noch live. Ich bin gerade erst live gegangen vor einer Stunde 30. Und heute mache ich nicht so einen langen Stream, aber ein halbes Stündchen ist noch auf jeden Fall drin. Sagen wir es mal so. Und Tyler sagt, ich bin jetzt schon bei deinem Part von Digitize Decode, wo du mit Anke Wurmon unterwegs in dem Sumpf bist. Du hast ganz oft gesagt, dass du das Spiel richtig gut findest und es vielleicht sogar dein Lieblingsspiel sein könnte, je nachdem, wie es weitergeht. Weißt du, ja, ich muss sagen, es ist nicht mein Lieblingsspiel geworden. Das Spiel ist nicht schlecht, es gefällt mir sehr. Storytechnisch ist es nicht schlecht. Es ist das beste Digimon World Spiel, was die Story betrifft. Aber Gameplay ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall das schlechteste Digimon-Spiel. Das hat sich aber erst gegen Ende herauskristallisiert. Also das schlechteste Digimon-World-Spiel. Das ist ja immer so eine separate Reihe. Die Leute bei der Digimon-Convention haben ja auch gesagt, man kann die Digimon-Spiele eigentlich in zwei Mainline-Spiele einkategorisieren. Also zwei Mainline und der Rest ist Spin-Off. Wir haben einmal die World-Reihe und einmal die Story-Reihe. Erklär mal, warum es vom Gameplay her schlecht ist. Also die Sachen, die mir an Digimon World Re-Digitized Decode nicht so gefallen, ist, also erstens ist das Spiel, also es erklärt sich selber noch weniger als Digimon World 1. Das heißt, wir haben sehr viele Momente, wo man vielleicht auch wegen der Übersetzung nicht weiß, wo man als nächstes hin muss, gerade gegen Ende. Und ja, dann haben wir noch das Problem Gameplay-technisch. Da ist die Digitationswege sehr, also gerade die ersten Digitationen, gerade das Rookie zu Champion und so ultra random ist, weil die Digitations, also die Statuswerte, die Digitationsbedingungen sind halt ultra niedrig. Die erreicht man halt in mehreren Kategorien automatisch und es ist halt super schwierig, nicht alle Kategorien abzuhacken von allen Digitationen, die möglich sind. Wodurch halt sehr, sehr viel random ist, gerade am Anfang. Später kann man die Dinge besser kontrollieren, wenn zum Beispiel dein Ultra zu einem Mega wird. Das kannst du ein bisschen statuswerte technisch besser kontrollieren. Aber gerade das Rookie zum Champion ist halt super random. Bei Digimon World Next Order ist das verbessert, indem es ein Dojo gibt, wo du halt bestimmte Digitationswege dann später sperren kannst. Genau, und das gibt's halt bei Digimon World Re-Digitized Decode leider nicht. Das heißt, selbst gegen Ende ist halt viel zu viel noch random, gerade je höher deine Statuswerte werden, denn je mehr Generationen du durchläufst, desto höher werden ja auch die Statuswerte. Und ja, dann ist halt alles so random und ich habe das halt gerne, dass man zumindest ein bisschen mehr Kontrolle darüber hat. In Digimon World 1 hatte ich absolute Kontrolle darüber, weil die Ziele so weit auseinander lagen, dass man da auf jeden Fall ein bisschen darauf achten konnte, dass man manche Sachen einfach quasi umgeht. Und dann das bekommt, was man möchte. Und bei Next Order haben die das einfach geregelt mit den hohen Statuswerten, indem man sagt, gut, dann gibt's halt halt einfach so ein Dojo, wo man das hier festlegen kann. Und Zero, alles klar, ich danke dir vielmals, dass du heute eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. So. Ja, das ist doch nicht schlimm, hier, Tunika Akrobat. Ich freue mich trotzdem, dass du heute eingeschaltet hast. Du hast vor einigen Tagen, vielleicht auch schon einige Wochen, Werbung bei YouTube bekommen. Jau, das Digimon Card Game wurde in einem Song erklärt. Es gibt auch ein paar andere coole Werbespots zum Digimon Card Game, die sind ganz cool gemacht, finde ich. Feier ich. Jein, Tyler. Also das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe den Endgegner ohne Omnimon besiegt. Und es ist auf jeden Fall möglich, aber es ist sehr, ja, was heißt schwer? Du musst halt wirklich jeden Winkel vom Spiel kennen, um die Statuswerte sehr, sehr hoch zu pushen. Ich habe ja auf schwer gespielt und ich habe auf jeden Fall den Endgegner ziemlich hops genommen. So, ich glaube, ich habe sogar in meinem Stream Luck gehabt. Ich hatte hohe Statuswerte und habe auf schwer gespielt und habe einfach Luck gehabt. Das kann auch sein, aber ja, der Endgegner ist halt schon sehr schwer. Das kannst du nicht mit jedem Digimon machen, das stimmt. Oh, das freut mich doch, Tunika Akrobat. Ja, ich mochte das auf jeden Fall. Also die Werbespots zum Digimon Card Game fand ich gut. Ja, also ich finde Digimon World Next Order ist das zweitbeste World-Spiel von der Aufzuchtreihe, ne? Man muss ja da Digimon World 2003 ausklammern und Digimon World 2 und sowas. Das kann man natürlich ausklammern. Weil das ist halt anderes Gameplay. Aber diese Aufzuchtspiele, da gibt es ja drei Stück. Da haben wir Digimon World, Digimon World Next Order und Redigitize Decode. Also das ist ja nur ein Upgrade vom Spiel. Und da finde ich tatsächlich Next Order am zweitbesten.
Und ich finde das alte Digimon World immer noch am besten. Tunika oder Tuni? Tunika Akrobat ist sein Vater. Ja, dann Tuni. Oder Tunika. Können wir auch machen. Ja, du machst die Statuswerte bei Digimon World Next Order auf gar keinen Fall über die Stadt. Gar nicht über das Trainingslager. Aber das erklärt dir das Spiel ja auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Das Spiel selber erklärt dir das nicht. Aber du machst die Statuswerte zu 100% in Zufallskämpfen, also in Random Battles. Und in, also die sehr hart sind dann. Also du suchst dir extra starke Gegner raus, um Statuswerte zu pushen. Und du guckst, dass du halt durch das Restaurantessen deine Statuswerte pusht. Auf gar keinen Fall über das Trainingscamp. Und Oru, ich freue mich mega, dass du heute eingeschaltet hast. Am Dienstag geht's safe weiter. Wir haben hier sehr viele Digimon-Themen, über die wir reden. Andere Monster-Taming-Spiele. Im Moment bin ich auch mega auf andere Monster-Taming-Spiele so aus. Da reden wir auch immer drüber. Und ja, wir, ein bisschen Digimon-Content im Hintergrund, ne? Das mit St. Lupmon haben wir auf jeden Fall geregelt. Genau. Bei Digimon World 2003, das ist ja schon ein sehr spezifisches Spiel. Das klammere ich aus der World-Reihe aus. Deswegen zähle ich das halt nicht rein in... Also in meinem Kopf ist es halt so, es gibt die Aufzuchtspiele, die sehr sind wie die V-Pads, also wie die Tamagotchis. Da wären dann Digimon World 1, Digimon World Next Order und halt Redigitized Decode. Die drei haben wir da. Und dann gibt es halt noch diese Ableger wie Digimon World und Digimon World... Also Digimon World 2 und Digimon World 2003. Die haben ja ein ganz eigenes Spielprinzip. Ich finde zum Beispiel, Digimon World 2003 kann man eher sowas, also eher in sowas einkategorisieren wie der Urvater von der Digimon Story-Reihe, weil man da ja dieses Turn-Based-Kampfsystem hat und halt, ja, dass man da halt diese ganzen Digitationsabzweigungen hat. Ja, Digimon World 4 ist auch nochmal eine ganz eigene Kategorie. Genau, Digimon World 4 ist kein typisches Digimon World-Spiel. Das heißt... Auch nur Digimon World, weil die da nicht kreativ waren, sich einen eigenen Namen zu geben, sondern die haben gesagt, komm, auch Digimon World fertig. Die haben auch nie gedacht, dass das Prinzip von Digimon World 1 nochmal ausgegraben wird mit Redigitized Decode. Also mit Redigitized damals. Die haben da, glaube ich, gar nicht drüber nachgedacht. Die haben dann irgendwann erst gemerkt, wie groß das Interesse am ersten Digimon World Spiel ist. Und dann haben sie halt gesagt, gut, lass mal so ein indirekten Remake machen, so ein neues Spiel, was auf demselben Prinzip vom ersten Teil basiert, so. Das ist, glaube ich, also, die haben damals, glaube ich, da echt nicht damit gerechnet. So. Ja, du weißt schon, was ich meine, Geflaschen. Du musst jetzt also hier mit Black wäre Garurumon. Brauchst jetzt hier nicht auf Allmann machen. Du weißt genau, was ich meine. Das hier Erbsenzählerei braucht man hier nicht. Nee, aber du weißt, was ich meine. Halt diese ganzen Random Encounter, diese nicht Zufallskämpfe, sondern die halt, die Billo-Kämpfe, so normale Kämpfe in der Wildnis halt. Das meine ich halt. Digimon World 4 feiere ich tatsächlich schon, es ist sehr interessant, aber feiere ich nicht so wie die anderen Digimon-Spiele. Das stimmt, Tyler, ja. Digimon World Next Order hat ein paar Sachen, die ich auch nicht so geil finde. Ja, geflasht, jetzt haut er raus. Ja, wie gesagt, Digimon World Next Order hat ein paar Teile, die ich nicht so geil finde, wie zum Beispiel, dass man halt zwei Partner hat. Hätte ich cooler gefunden, wenn man nur einen gehabt hätte. Ein Remaster von Digimon World 2003 oder von mir aus auch ein Remake würde ich auch feiern, aber dann bitte, bitte mit Quality of Life Content. Nicht so schrecklich wie damals mit den Laufwegen und nicht so schrecklich wie damals mit den Zufallskämpfen. Es muss Möglichkeit geben, die Zufallskämpfe auszuschalten, so wie in Hacker's Memory. Und wir müssen die Möglichkeit haben, ein Schnellreisesystem zu haben. Dann wird das Spiel perfekt sein. Das sind die einzigen Mankos, die ich habe. Und vielleicht das Kampfsystem überarbeiten, weil das halt extrem simpel war. Aber ansonsten, ja, perfekt. Ich glaube, ich würde sogar einfach sagen, komm, das Kampfsystem von Digimon hier Hacker's Memory übernehmen. Oder zumindest ein ähnliches. Die Welt von Digimon World 2003. Und dann ein vernünftiges Schnellreisesystem und dass man halt zwischendrin die Kämpfe ausmachen kann. Aber die Welt von Digimon World 2003 war bisher meiner Meinung nach die coolste. Nee, finde ich nicht. Also ich finde auf jeden Fall Digimon World Next Order war eins der besten Digimon-Spiele bisher, meiner Meinung nach. Vom Gameplay. Das hat mir ultimativ gefallen, also selten so Spaß gehabt bei Digimon. Der einzige negative Aspekt für mich ist halt, wie gesagt,
dass man da halt zwei Partner gleichzeitig hat. Aber ich habe das Spiel komplett zerlegt in meinem 100% Run. Also ich habe da alles geholt, alles gemacht und ganzes Spiel hops genommen. Ja, es wird drüber geredet, aber naja, bis jetzt wird es kein bestätigtes Remaster geben. Wir sollten kein Remaster in den nächsten Jahren erwarten. So. Schauen wir mal. Genau so geflashen. Genau so und nicht anders. Ha, krass. Mein Stream am Strand zu schauen, das klingt doch interessant. Klar, Tony, das stimmt schon, aber grundsätzlich finde ich es halt cooler, wenn man halt nur einen Partner hat. Und das beste Digimon-Kampfsystem ist meiner Meinung nach das von Hackers Memory. Das müsste man halt nur ein bisschen überarbeiten. Das ist halt, an manchen Stellen und Kanten kann man da zu OP sein. Ja, so im Stress war ich auch nicht. Also wie gesagt, du kannst dir ja gerne meine Streams anschauen. Bei Next Order am Anfang, durch den Stream war ich vielleicht ein bisschen im Stress, weil das halt natürlich so ein, das war ja auch mein erstes Stream-Projekt und das war halt so ein Micromanagement. Erstmal gucken, okay, was passiert im Spiel, was passiert im Chat. Das war mein erstes Stream-Projekt seit sehr, sehr langer Zeit. Aber ansonsten fand ich das Spiel eigentlich, also wenn man weiß, was man tut, konnte man das richtig hops nehmen. Ja, 3 versus 3 finde ich in Pokémon auch mega krass. Also, ja, finde ich mega cool. Aber leider wurde das ja nie wirklich weiterverfolgt. Wie du schon sagst, geflashen. Die Digimon-Karten bei Amazon, ich weiß halt nicht, welche genau du meinst. Meinst du das Digimon-Card-Game, das aktuelle? Die sind sehr gut, meiner Meinung nach. Die machen sehr viel Spaß. So, schauen wir mal. Das spiele ich auch, das Card-Game. Und die haben auch schöne Artworks. ATL, wir haben jetzt die letzte Quest abgeschlossen. Das war eine Main-Szenario-Quest sogar. Virtuoser Hacker. Aber so interessant war die Story mit Sanglupmon nicht. Deswegen habe ich das so ein bisschen überflogen. Huch, diese Übertragungsnummer ist... Genau, also das Digimon-Card-Game kann ich wirklich empfehlen, wenn man halt so... Ja, ich sag mal so komplexere... Card Games mag, also sowas wie Yu-Gi-Oh!, aber halt nicht das aktuelle Yu-Gi-Oh!, das ist ein bisschen zu überladen. So wie das alte Yu-Gi-Oh!, sag ich mal, ne? Ja, Tyler, das ist ja in Ordnung, dass du das so siehst und ich glaube, das ist auch so bei Bandai angekommen. Die haben ja auch gesagt, das wird nicht die Zukunft von Digimon sein, sondern Digimon Story, also hier mit hier Turn-Based-Kampfsystem und das begrüße ich auch. Das Einzige, was ich an Hackers Memory und Cyber Sleuth nicht so geil finde, ist halt, dass es hier keine Digi-Welt gibt, wirklich. Also ich fände es halt cooler, wenn es so eine Digi-Welt wie in 2003 gäbe. Das war eine sehr, sehr geile Digi-Welt. Ich bin's. Ich hoffe, dass die Suche gut läuft. Da ist schon wieder der mysteriöse Hacker Kay. Kayaba war es also auch nicht, was? Dann nenne ich dir den Namen der nächsten Zielperson. Wie genau suchst du dir das Ziel denn aus? Warum fragst du mich so etwas? Schauen wir mal. Anscheinend zweifelst du jetzt den Wahrheitsgehalt meiner Informationen an. Du willst, dass wir uns treffen und unterhalten? Das heißt wohl, vorher traust du mir nicht. Glaube ich nicht. Also ich finde Decode, das war ganz cool, das hat schon Spaß gemacht, aber für mich war das nicht so gut wie Next Order. Wenn man vielleicht die Welt so gestaltet hätte, also bei Next Order wirklich das Einzige, was man anders hätte machen sollen, ist, dass man halt nur einen Partner hat. Oder dass man halt selber aussuchen kann, ob man mit einem Partner spielt oder mit zwei Partnern. Das wäre vielleicht noch das Beste gewesen. Dann hätte ich auch gewählt, dass man mit einem Partner spielt. Das wäre wirklich cool gewesen. Das hätte das Spiel auf jeden Fall noch besser gemacht. Und Gamazu, schön, dass du einschaltest. Boah, ein Digimon-Kinderbuch, weiß ich gar nicht. Gibt's bestimmt. Müsste man sich mal anschauen, ob es sowas gibt. Aber ich glaube, dafür ist Digimon aktuell zu sehr Nische. Ich habe zum Beispiel meinem Sohn ja auch Digimon so ein bisschen näher gebracht mit dem Digimon Adventure-Anime. Da war er so 4, ungefähr so 4 Jahre alt. Das fand er da aber noch ein bisschen zu gruselig. Also später fand er es dann aber besser.
Und Kuroi, schön, dass du einschaltest. Mein Tag war bisher sehr gut. Ich habe heute mit Nami und meiner Family, mit meinem Sohn, Ostereier gefärbt. Du scheinst ein ausgezeichneter Hacker zu sein. Einer, der mein Vertrauen verdient. Soweit, so gut. Na schön, unterhalten wir uns unter vier Augen. Bis morgen dann. Ich werde im offenen Raum von Eden warten. Warum musste der Bäcker ins Gefängnis? Jetzt kommt's, jetzt bin ich gespannt. Wir sollten uns gut vorbereiten. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil er zu viele Eier geschlagen hat. Feels Batman. Es ist soweit. Es ist soweit. Ich gehe zum offenen Raum. Jetzt gucken wir, ob der Typ da überhaupt auftaucht. Der mysteriöse Hacker K. Wahrscheinlich in Eden, aber wir heilen uns vorher. Ja, ich habe heute einen wunderbaren Tag gehabt. Zusammen mit Nami, meiner Familie und meinem Sohn bisschen Ostereier färben. Wir haben heute einen schönen Film geguckt, haben heute auch noch ein bisschen gezockt gehabt, mein Sohn und ich. Haben ein bisschen Legend of Zelda Breath of the Wild gezockt. Haben heute noch mal für meinen Sohn Guardians of the Galaxy 2 geguckt, also schon sehr cool. So. Der hatte den nämlich noch nicht gesehen. Dann wollen wir mal gucken. Geheilt sind wir. Der Geflashten haut wieder seine irrelevanten Meinungen raus. Breath of the Wild ist doch richtig gut, ne? Aber es gibt viele Leute, die das im Nachhinein nicht so feiern. Aber Breath of the Wild ist das Lieblings-Zelda-Spiel von meinem Sohn. Ja, der Film war ultra witzig, also richtig gut. Ich kenne den ja schon, aber mein Sohn hat den auch mega gefeiert. So, Eden. Wir müssen nach Eden. Ja, mein Sohn kennt Ocarina of Time und Twilight Princess. Das findet er aber nicht offen genug, das Spiel. Also mein Sohn ist halt so jemand, er möchte halt einfach rumalbern auf der Open World. Er möchte halt Sachen collecten, wie halt einfach random Waffen und so. Einfach random gegen Monster kämpfen. Er ist kein Fan von Rätseln, also nicht von so krassen Rätseln. Und er will halt einfach so ein bisschen rumalbern. So ein bisschen mit Glitches und irgendwelchen Tricks und irgendwelchen Sachen. Und möchte halt erkunden und so. Ist halt sehr spezifisch für ihn. Also er ist nicht so der Fan von Ocarina of Time tatsächlich. Was er noch mag, ist Wind Waker. Fand er auch ganz okay. Das stimmt, es war auch super emotional, die Stelle. Der Waschbär heißt er nicht einfach Rocket? Ich glaube Rocket. Kay ist noch nicht hier. Ja, ich habe auf meinem YouTube-Kanal ein Let's Play. Ganz, ganz alt ist das. Da habe ich auch noch keine so eine gute Qualität gehabt. Da habe ich ein Let's Play von Final Fantasy VII vom Originalen zu, also ein Perfect Run mehr oder weniger. Ich habe aber, glaube ich, einen Fehler gemacht da drin. Und zwar die Waffe von Kate Sith habe ich verpasst. Die ultimative Waffe auf CD2, aber ansonsten habe ich halt alles gemacht. Also falls du dir das halt anschauen möchtest, ich verlinke nochmal meinen Kanal. Da gibt es ein Perfect Run sozusagen, bis auf den einen Fehler. Aber ja, möchte ich jetzt im Nachhinein ja nicht einfach löschen oder so. Deswegen ist das halt noch da. Was? Wie man einen Hacker austrickst, dessen Identität man nicht kennt? Du solltest ihm eine Falle stellen und ihn überrumpeln. Das weiß doch jedes Kind. Die Schadsoftware von Chitose. Sicherheitswarnung. Kein Zugang außerhalb der festgelegten Zeiten. Sicherheitsmaßnahmen werden eingeleitet. Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich jetzt kämpfen? Yes. Lass es nicht Datei sein. Lass sie nicht Datei sein. Sind auch sehr rummond, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das... also der interessiert sich schon für Mittelalter, aber ich glaube, die Spiele sind nicht so für ihn. Er ist so... Ja, er mag halt gar nichts, was so mit Strategie und so zu tun hat. Der fängt dann immer so ein bisschen an, aber der verliert dann halt voll schnell wieder das Interesse. Er möchte halt einfach, ja, so ein bisschen rumalbern auf Open World. Das ist sein einziges Ding. Er will halt viel Multiplayer. Er möchte halt so Minecraft-mäßig Ressourcen sammeln und so ein Stuff.
Yo, brutaler Prinz, ich danke dir heute fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht wünsche ich dir. Vom neuen Final Fantasy VII habe ich noch kein Let's Play. Das werde ich irgendwann mal im Stream spielen. Also, ich habe an sich auch Bock, die ganzen JRPGs mal zu streamen, die ich feiere. Es ist aber natürlich schwierig, weil man ja auch gucken muss, was die Leute sehen wollen. Und meistens ist das halt Digimon, ne? Meistens wollen die Leute lieber Digimon sehen, deswegen beschränkt sich das auch meistens auf Digimon. Aber ich schau mal hier, mal da, dass wir mal was anderes bringen und irgendwann kommen auch mehr JRPGs dran. Cool, gratuliere, das freut mich, Tyler. Da hast du aber gute Digimon gezogen, würde ich sagen. Also klingt auf jeden Fall cool. Boah, nee, ich muss sagen, das Final Fantasy VII Remake vom Gameplay her, endlich mal ein Final Fantasy, das herausfordernd ist. Gab es so eigentlich fast gar kein anderes, welches halt überhaupt über eine Schwierigkeit verfügt, meiner Meinung nach. Also abseits jetzt der Main Story vielleicht, aber nicht in der Main Story selber. Und also das Kampfsystem hat mir sehr gefallen. Die neuen Story-Segmente über Avalanche haben mir sehr gefallen. Aber nur halt das Story-Ending, das fand ich halt sehr räudig. Wo wir wieder bei meinem guten Freund Tetsuya Nomura gelandet sind. Ragnar denkt sich schon, oh, oh, jetzt kommt wieder Tetsuya Nomura. Genau. Ja, ich hoffe es einfach. Also für mich ist halt sowas wie Age of Empires und so, feiere ich halt einfach. Gerade diese ganzen Strategie-Games und sowas. Aber mein Sohn fühlt das halt überhaupt nicht. Ja, Tyler, ich bin da einfach, ich sag's, wie es ist. Jeder kann ja feiern, was er möchte. Und ich find's auch in Ordnung, wenn andere sagen, ey, ich mag halt Skyrim für die Open World oder whatever. Ist doch vollkommen in Ordnung. Aber ich bleib halt einfach bei meiner Meinung so. Das ist halt nichts für mich. Und auch wenn das vielleicht manchen Leuten nicht gefällt, ist halt mir Wayne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich mag Skyrim halt nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Die Leute, die sagen, ja, aber das sieht halt so toll aus. Für mich sehen die Figuren halt übel steif aus. Die haben null Animation. Die sehen halt einfach so, weiß nicht, so kaputt aus, meiner Meinung nach. Auch für die Zeit damals, so die Animationen, also die Grafik, die Texturen sind schön. Aber die Charaktermodellbewegungen sind teilweise schlechter als bei Ocarina of Time. Und das ist halt nur meine persönliche Meinung. Und ich achte sehr auf die Animation und wenig auf die Grafik. So Animationen und Artstyle sind mir weitaus wichtiger als die Grafik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ey, die meisten lieben Skyrim und das ist vollkommen in Ordnung. Wer behauptet denn sowas, dass die Charaktere in Skyrim gut aussehen? Alter, richtig, richtig viele Leute. Ich habe das so oft als Kommentar gehört. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ey, weißt du, warum ich Skyrim mag? Ich mag es, weil es diese Erkundung gibt, weil ich einfach umherlaufen kann. Genauso wie das, was mein Sohn halt liebt. Ne? Dieses, ich sammle Loot ein, ich erkunde wieder eine neue Höhle und so. Hey, vollkommen in Ordnung so, ne? Kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber trotzdem halt nicht meins irgendwie. So, für mich ist halt auch mit Elder Scrolls, die Leute sagen, ja, das ist, weil du so ein Weeb bist, du spielst gar keine westlichen Spiele. Absolut falsch. Ich habe Oblivion totgesuchtet damals. Heutzutage würde ich das zum Beispiel nicht mehr spielen, weil es halt, also für mich ist es halt nicht mehr als ein Meme. Ich würde es vielleicht spielen, weil es lustig ist, drüber zu lachen über das Spiel, also über die Sachen im Spiel. Die sind halt schon funny, ne? Ja. Das hat ja auch einen Grund, warum es so gehypt wird. Das sind bei den meisten Sachen, die gehypt werden, gibt es immer irgendeinen Anreiz für die Leute. Aber ich kann ja trotzdem das Spiel scheiße finden. Aber Oblivion habe ich zum Beispiel, ja, Oblivion habe ich schon auch gespielt, aber ich muss sagen, Oblivion, damals habe ich das gesuchtet, heute würde ich das nicht mehr suchten. Nur meine Meinung. Ich mag tatsächlich den Mittelalterstil, den mag ich wirklich, aber der muss halt auch vernünftig rübergebracht werden und ich finde den bei Skyrim nicht so krass. Also ich weiß nicht. Ansichtssache geflasht, ne? Also das ganze Spiel ist halt ein großes, so Skyrim ist die Leute, die das nicht einsehen, die belügen sich selber. Skyrim ist ein ganz großes Copy-Pasting. Alle Höhlen, alles drum und dran, alles Copy-Pasted. Die haben gefühlt 5 Assets gemacht und das alles Copy-Pasted. So, und wenn du das halt als eine gute Open World siehst, ist das in Ordnung. Genau, aber das ist halt faktisch gesehen copy-pasted. Ist es nicht wegen der Modding-Szene so beliebt? Ich glaube, das Modding macht sehr viel aus bei Skyrim, genauso wie bei Minecraft. Kein vernünftiger Mensch würde heute noch Minecraft spielen, wenn es dafür keine Mods gäbe. Scheußliches Spiel, aber die Grundidee ist cool.
Ich habe auch viel Minecraft gespielt, aber es ist halt eine Hassliebe. Minecraft finde ich so scheußlich. So von der Optik und alles und das Ganze. Ich denke mir immer so, ja, da passiert einfach gar nichts, Mann. So, da ist eine Umfrage am Start. Lieblings-Final Fantasy VII Remake spielbarer Charakter. Boah. Ich spiele schon gerne als Cloud, aber ich würde echt sagen Tifa. Weil Tifa hat, also vom Spielprinzip, den coolsten Spielstil. Ja, Mann, Roblox Beste, Alter. Du, ich irre mich nicht. Ich weiß, dass es so ist. Das passt schon. Also das ist halt alles... Nee, das ist nicht normal für eine Open World. Weil das ja nicht nur ein bisschen copy-pasted ist. Ich schwör's dir, ich laufe durch die Welt von Skyrim und ich finde einen Busch 5000 Mal. Ich schwör's dir auf meine Mutter, dass es so ist, Mann. Nee, aber du verstehst, was ich meine halt einfach. Das ist einfach Fakt. Und das ist auch in Ordnung, wenn Leute das in Ordnung finden, so. Aber für mich ist es halt so, ja gut, kann man natürlich machen, wenn man möchte, so, ne? Das machen andere Spiele auch, copy-pasten. Das ist normal, gerade bei in der Open World. Man sollte aber die Orte trotzdem unique aussehen lassen. Das macht Skyrim halt nicht. Willkommen zurück, TK. Roblox ist schlimmste Leben. Denk gar nicht drüber nach, was Roblox ist, Tyler. Google das bitte nicht. Du wirst das bereuen, wenn du Roblox gegoogelt hast. So. Ja, ist ja in Ordnung, Tunika Akrobat. Vollkommen in Ordnung. FF nie gespielt. Ich soll übrigens Tunika sagen, richtig. Genau, ist vollkommen in Ordnung. Hey, du bist früh dran, was? Nee, so, hey, du bist früh dran, was? Es war richtig, dass ich den ersten Schritt gemacht habe. Genau, GTA Online. Ja gut, da kann ich es ein bisschen mehr verstehen, weil das Spiel war ja nie auf Online ausgelegt, sondern das war jetzt quasi ein Zusatz, der da gemacht worden ist. Ja, Yuffie finde ich auch cooler als Tifa. Ich mag Tifa auch gar nicht als Main, also als Main Female Character in Final Fantasy VII. Ich bin eher Team Aerith, also Aerith. Aber, ja, vom Spielprinzip. Es ging ja darum, spielbarer Charakter. Nein, ich spiele nicht Roblox, Mann, Tyler. Das war sarkastisch gemeint. Ich spiele das nicht. So, klar, ich spiele immer Roblox. Beste Game. So, hör zu. Ich weiß, dass du gut bist, aber du solltest damit aufhören, mir aufzulauern. Betrachte das als einen Ratschlag unter Freunden. Schließlich will ich keinen zukünftigen Geschäftspartner verlieren. Wer spielt Minecraft auf der Switch? Mein Sohn. Zum Beispiel. Ja, Mann. Also, echt, also privat. Also, im Prinzip, ich sehe in Real Life halt auch aus wie so ein Roblox-Charakter, ne? Und mein Sohn und ich, wir machen halt dann so Real-Life-Roblox-Events. Wenn ihr hört im Internet, dass irgendwo, in irgendeinem Land, in Amerika, sonst wo, ein Roblox-Event stattfindet, bin ich da immer der Community-Manager. Ich bin der Community-Manager von Roblox. Aber es schadet nichts, vorsichtig zu sein. Das ist sogar eine gute Eigenschaft für einen Hacker. Die Roblox-Digimon sehen sehr stabil aus und das ist sad für Bandai. Das ist richtig geflasht, das ist richtig. Du bist der Community Manager, aber spielst es nicht. Tyler, das ist Sarkasmus. Ich bin nicht der Community Manager. Ja. Ich muss auch dazu sagen, Dungeon Keeper habe ich auch seit meiner Kindheit gespielt. Dungeon Keeper 1 und 2. 2 ist phänomenal. Ich habe beides gerne gespielt in meiner Kindheit. Sehr gute Spiele. Gothic kann ich auch super empfehlen. Gothic 1 war phänomenal. Gothic 2 fand ich auch richtig gut noch. Gothic 3 habe ich aber nicht mehr so gefühlt. Ja, Mann, Dungeon Keeper habe ich meine ganze Kindheit gespielt, Mann. So ein geiles Game. Ja gut, geflashen. Erstmal hier meinen Namen gedoxt. Willkommen zurück, Sir Carrot. Deshalb bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich dir vertrauen kann. Glückwunsch, du hast es geschafft. Du bist nun der Roblox Community Manager. Um das zu feiern, erhältst du dies. Eine Einladung zur Geburt einer echten Legende. Was? Ich werde zu meiner eigenen Geburt eingeladen? Krass, ey. Heftig. Wie kann man Abstimmungen machen? Für 1000 Channel Points, alle 15 Minuten wird unten eine Umfrage freigeschalten. Alles klar, TK, dann bis zum nächsten Mal. Komm zur verabredeten Zeit her und bring unbedingt die Demons Maske mit. Bis dann. Diese Maske, das ist die, die Mephisto und seine Freunde getragen haben. Kay, hast du etwas mit den Kontendiebstählen zu tun? Ich habe keine Wahl, ich muss deine Einladung annehmen. Doch, Mann, Dungeon Keeper, mega geil, Alter.
Doch, doch, Dungeon Keeper 2 habe ich übel gefühlt. Dungeon Keeper 1 fand ich halt auch ganz cool. Das hat ja so eine eher Pixel-Look-Grafik so ein bisschen. Und Dungeon Keeper 2 hier mit dem roten Dämon Horny, Alter. Mega gut. Ich habe gerade ein Video gefunden von dir von Aura Kingdom. Oh Gott, cringe. Aber ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob der rote Dämon Horny, ob der auch im ersten Teil vorkam. Nein! Weißt du was? Was denn, Nami? Da kommt doch immer dieser Translator, der nochmal in Worte schreibt, was du sagst. Ja. Und statt Beli sagt er einfach, ich bin euer Baby. Ich bin euer Baby. Bruder, erstmal Video offline nehmen, Alter. Erstmal Video offline nehmen. Direkt löschen. Direkt löschen, Alter. So, man hätte ja übrigens auch Digimon zur Auswahl nehmen können von allen Staffeln von den Protagonisten. Richtig ja. Gut, Mann. Ja, Gothic 3 war in Ordnung, habe ich aber nicht so krass gefühlt. Ja, Mann, also Ragnar, ich will's auch nicht wissen. Er hatte zwei Hörner. Belassen wir es dabei, ne? Belassen wir es einfach dabei. Das ist bestimmt darauf bezogen. Aber habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Ein Video von Aura Kingdom von mir, was ich früher gemacht habe. Giga cringe. Bevor ich richtig viel mit MMOs zu tun hatte. Also ich habe schon viele MMOs gespielt, aber nicht das, was heutzutage als MMO betitelt wird. Ey, der Untertitel ist so geil. Das ist schon ein Meme. So, yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, ja, meine lieben Zuschauer. Und statt, ich bin's mal wieder, euer Baby. Weißt du, was der statt yo, Halli, Hallöchen Dings hat? Ja. Johanni. Johanni, ich bin's mal wieder, euer Baby. Beste Begrüßung. So begrüße ich euch jetzt in jedem Stream. Also wie der Name Hanni so von Hannelore oder so, weißt du? So Hanni. Ist so. Johanni. Schön mal das Video rein. Gilde sag ich schon. Stream möchte das sehen. Ja. Alter, das war halt super cringe. Das war von 2014. Und ja, auf geht's zur Demons Höhle. Nice. Muss ich da auch gerade hin? I don't really know. Wir finden's, glaube ich, gleich raus. Ich glaube, ja. Genau, da ist das Video. Ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Aber ja, wie gesagt, super cringe. Damals super wenig Ahnung gehabt von dem, was heutzutage als MMO zählt, aber ja, ich habe das einfach mal gemacht so. Da. Der Untertitel. Ach krass, im Englischen heißt der Horny auch Horn Reaper. Die Pixelgrafik ist tatsächlich, finde ich, nur auf näheren mehr erkennbar, aber auf Distanz sah alles sehr gut aus. Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nur an diese Pixeloptik. Nein. Macht Untertitel an, Leute. Leute, guckt das Video an. Deutscher Untertitel. Und deutscher Untertitel anschalten. Das ist richtig. Johanni, hallo. Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin euer Baby. USLP mit einem weiteren Video zu ihrer Kindern. Und zwar ist das das Online-Spiel, welches ich mit meiner Gallery als Klaus spiele. Und in diesem... Bruder, Bild. Das ist halt richtig geil, ey. Das feiere ich extrem, ne? Das, ey, das kann... So geil. Das kann ich nicht wegmachen. Das muss bleiben, das Video. Das muss bleiben. Wir machen Grabmal Create. Einfach Grabmal. Test. Einfach Grabmal. Das Spiel sieht cool aus. Ist das gut? Nee. Es ist besser als Digimon Masters Online. Aber es ist auch Cash-Shop-basierend. Und das Spiel hat... Es ist... Gameplay-technisch ist es nicht so gut. Es hat Spaß gemacht, aber es ist nicht so gut wie im Vergleich zu aktuelleren MMOs. Aber ich habe es lange gespielt. Die Grafik ist schön. Ich mag die Grafik von Aura Kingdom bis heute. Ich mag diesen Artstil, diesen Anime-Look. Oder die heiße Pizza, was? Krass, Tonika, muss ich mal reinschauen. Was ist für heiße? Irgendwas mit heißer Pizza, den River, der überwiegend auf Single Target und Area. Alter, der River. Ich sag's euch, der Pizza River in diesem Video ist auf jeden Fall 10 out of 10. Nee, ich muss dazu sagen, ich bin einfach von Digimon Masters halt mega enttäuscht, weil ich habe das ja auch gespielt, so wie du. Nur ich bin halt davon ultra enttäuscht gewesen. Ja, ist bei mir auch so, Sir Carrot. Ich spiele auch seit 2014, kurz nach Aura Kingdom, habe ich angefangen. Ich glaube 2013, 14 rum habe ich auch zwischendrin schon angefangen gehabt. Mit Final Fantasy 14. Ich komm.
Fenrir Klaus. Man kennt's, Fenrir Klaus. Bester Name. Habt ihr alle Spaß? Habt ihr alle Spaß bei uns? Geht ihr alle mit den Demons ab? Aber du hast bestimmt früh aufgegeben in dem Spiel. Klar, ich habe auch das Endgame gesehen auf einem P-Server, also auf einem Privatserver, und fand's genauso scheußlich. Also ich habe auf einem Privatserver vor, ich glaube, einem Jahr oder so, wo der Cashshop nicht so dreist ist, da haben wir voll weit gespielt so. Und auch da fand ich das Endgame einfach, ich weiß nicht, das war halt wie der Anfang von Final Fantasy XIV so. Das Spiel hat ein Endgame? Natürlich, das ist ja der Sinn von dem Spiel. Das Sinn ist immer, das Endgame zu spielen im Endeffekt, was schade ist. Eigentlich sollte der Weg dahin das Spiel sein, aber das ist heutzutage nicht mehr so. Das ist ja das Problem. Ich habe auf, ja, ich denke mal Max-Level gelevelt, auf dem Privatserver, und ja, das war halt so von Four Story, wir hatten Warte. Single-Target-Barbie. Single-Target-Barbie. So kennt man das. Ja, das muss ich mir auf jeden Fall mal angucken, Tunika. Ach, richtig gut. Ja, wir haben auch auf dem Privatserver gespielt. Da ist es erträglicher als auf dem offiziellen. Der heißt, glaube ich, Digital... Boah, wie heißt der nochmal? Digital Masters Online, glaube ich. Das ist über einen Discord-Server. Ich glaube, der heißt Digital Masters Online. So. Yeah. Hey, ihr fragt euch wahrscheinlich alle, wer ist heute der Star auf der Bühne? Ja, ich bin Jimmyken, Leute. Ja, ich bin Jimmyken. Juhu. Boah, also ich weiß nicht auswendig, wo man den finden kann, aber ich glaube, der hieß... Wo bleiben deine U's? Moment. Ich glaube, der hieß Digital Masters Online, glaube ich. So hieß der P-Server. Der Privatserver. So. Juhu! Einen Link dazu habe ich aktuell gar nicht. Das ist tatsächlich ein Discord-Server, aber ich glaube, du findest den, wenn du das eingibst, wie das heißt. Ich glaube, ich darf auf legaler Basis gar nicht den Link rausgeben, sowieso. Aber es ist halt ein Server, wo du auch vorher auf dem Discord über den joinen musst und wo du da halt allen möglichen Hikako machen musst. Also das ist nervig. Such das mal bei YouTube. Es gibt irgend so einen kleinen YouTuber, der dazu Videos macht auf Englisch, und über den findest du den Link in der Regel. Ja, ich habe eigentlich relativ durchgehend gespielt. Ich hatte bei Heavensward eine kurze Pause gemacht, aber Final Fantasy XIV seit Realm Reborn hochgespielt bis aktuellen Stand. Aber aktuell mache ich einen, ich sag mal, aktuell spiele ich auf Sparflamme. Aber das Spiel ist immer noch für mich 14 storytechnisch das beste MMO. Aber man spielt ja ein MMO nicht nur wegen Story, ne? Also eigentlich die wenigsten spielen ein MMO wegen Story. Das verstehe ich nicht. Was ist bloß an seinem, mit seinem Körper geschehen? Wie ist er so geworden? Ich habe Angst, die Furcht übermannt mich. Jetzt kommt da so eine Gurke angerollt. So, was? Du rockst ja gar nicht ab. Bist du einer der Neulinge? Dann ist der Demons Geburtstag das erste Treffen, an dem du teilnimmst. Was für ein denkwürdiges Ereignis. Ich bin so aufgeregt. Hör zu, das ist die Elite der riesigen Hackergruppe 6 und der Anführer von uns Demons. Ist so. Der echte Star der Hackerwelt, der Jimmyken. Juhu. Okay, okay. Hört jetzt auf meine dämonische Stimme. Also hört jetzt auf meine dämonische Stimme. Heute ist ein dämonischer Tag. Ein dämonisches Festival der Demons. Für die Demons und von den Demons. Ja, kann ich nachvollziehen, Sir Carrot. Man hat ja auch nicht immer die Zeit für Final Fantasy XIV. Und das Spiel ist ja zum Glück so aufgebaut, dass du selbst nach einer Pause, wenn du jetzt nicht mehrere Add-ons Pause machst, was ja in deinem Fall, glaube ich, der Fall war, aber normalerweise kann man relativ schnell aufholen. Die Einladung ist abgelaufen von Discord. Es kann sein, dass der P-Server mittlerweile off war. Oder off ist. Wir haben das vor einem Jahr oder so gespielt. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid zum Demon-Geburtstag. So bin ich. Ich rocke mit meinem Publikum ab. Also, seid ihr bereit zu rocken? Schrammel, 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 schrammel. Was? Schrammel, schrammel? Kapiert ihr, was ich euch verklickern will? Gerade nicht, Jimmyken. Gerade nicht.
Wisst ihr, ich habe wieder und wieder um teuflische Taten gekämpft. Aber Jimmy kann es alleine nicht schaffen. Nein, Jimmy kann nicht. Versteht ihr? Nur ein Witz, Leute, aber jetzt ist es Zeit, ernst zu machen. Hört mal alle her, ab heute seid ihr keine Hunde mehr, die sich von Sechsen herumkommandieren lassen. Die Ordnung von Eden? Wen kümmert sie schon? Die Ehre von Sechsen? Wer interessiert sich dafür? Wir sind die coolsten, wir sind die bösesten, wir sind das beste Hacker-Team, das es gibt. Es war etwas zu wenig Schrammel. Ich denke, ich hätte noch massiver auf das Schrammel eingehen sollen. Ja, könnte ich machen, Tyler, auf jeden Fall. Wenn ich es wiederfinde, dann gebe ich dir auf jeden Fall Bescheid. Es kann halt aber auch sein, dass der P-Server mittlerweile down ist. Wir haben das so vor einem Jahr gemacht. Zusammen mit Duke, dem Zuschauer Duke. Der guckt jetzt nicht so häufig rein. Aber von dem habe ich den P-Server tatsächlich, glaube ich. Und damals sind wir da auf dem Discord-Server gejoint, haben da Accounts gemacht und haben dann in-game halt gespielt. Ah, okay, dann weiß ich Bescheid. So, dann schauen wir mal. Siedler 3 waren auch gute Zeiten früher. Man muss auch dazu sagen, zu dem Thema mit der Nostalgie. Bei mir ist auch sehr vieles Nostalgie getrieben. Also Nostalgie spielt einen sehr, sehr großen Faktor in meinem Leben. Und ich sehe auch ein, dass viele Spiele, die ich von früher immer noch heutzutage spiele, dass ich die halt spiele, weil ich einen gewissen Nostalgiewert daran habe. Ich habe nicht nur Kindheitsnostalgie, sondern ich habe auch Nostalgie von vor ein paar Jahren. Wenn ich zum Beispiel mit Nami bestimmte Spiele zusammen gespielt habe und wir da bestimmte Sachen quasi erlebt haben, lustige Phasen einfach, wo man sich zurückerinnert. Zum Beispiel Tales of Graces F war ein Spiel, wo Nami und ich, glaube ich, schon ein bisschen Nostalgie haben, würde ich sagen, ne? Nami kriegt wieder nichts mit. Nostalgie was? Nostalgie von Tales of Graces F haben wir auch, obwohl das nicht in unserer Kindheit war, oder? Würde ich so sagen. Ja, das stimmt. Also wir beide haben auf jeden Fall eine gemeinsame Tales of Graces F-Nostalgie. Es hat auch einen bestimmten, besonderen Stellenwert in unserem Leben mittlerweile. Und zum Beispiel auch Star Ocean 4, also The Last Hope, haben wir auch zusammen gespielt. Da haben wir auch auf jeden Fall einen großen Nostalgiefaktor. Natürlich auch die Kindheitsnostalgie. Viele Leute sagen ja, du magst dieses Spiel XY nur wegen deiner Nostalgie und nehmen das als so ein abwertender Begriff, aber das ist, finde ich, nicht ganz richtig. Natürlich ist Nostalgie vielleicht ein Faktor, den Leute nicht nachvollziehen können, die diese Nostalgie nicht teilen, aber man muss halt auch dazu sagen, dass es trotzdem ein Faktor für einen selber sein kann, ein legitimer Faktor. Denn es erinnert einen vielleicht halt einfach an bestimmte Tage und das Gleiche ist ja auch mit Sachen, die man isst oder die man trinkt, da erinnert man sich vielleicht einfach an bestimmte Zeiten und feiert das dann halt einfach mehr, als wie man das feiern würde, wenn man dazu keine Nostalgie empfindet. Ich denke, deswegen ist Nostalgie auf jeden Fall eine legitime Eigenschaft für, oder ein legitimer Grund, ein Spiel zu spielen. Ruft unseren Namen, wir sind Demons, wir haben die Stärke der Unterwelt, wir sind Demons. Es ist an der Zeit, dass wir der Welt zeigen, was die Demons drauf haben. Ja, wir sind die Demons. Ja. Wir eskalieren einfach komplett mit. Tyler schreibt, die meisten hypen die erste Generation bei Pokémon und Digimon nur aus Nostalgie. Und wer jetzt sagt, nein, das stimmt nicht, beweist genau das. Also ich würde nicht sagen, dass es bei mir nein ist. Also ich sag ja auch immer zum Beispiel bei Digimon, feiere ich ja auch Digimon Adventure am meisten und ich habe das immer sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, warum das so ist. Also erstens, der wichtigste Aspekt, warum ich natürlich Digimon Adventure mag, ist, weil ich das Abenteuer-Feeling mag, dass sie in der Digi-Welt sind, in einer ihnen unbekannten Welt und diese wie ein Abenteuer erkunden müssen mit Hindernissen, die nur sie überwinden können. Und mit Gefahren und alles mögliche und man merkt halt wirklich, dass die halt da auch strugglen. Das ist natürlich der Hauptgrund, warum ich Digimon Adventure so feiere. Und der zweitgrößte Grund ist bei mir halt auch Nostalgie natürlich. Und ich finde, das ist ein absolut legitimer Grund. Und man kann Generation 1 von Digimon objektiv angucken und sagen, das ist eine grundsolide Story. Jo, schon, ja auch, kann man schon sagen. Wie gesagt, mein zweiter dicht gefolgter Platz ist ja Digimon Tamers. Und zu Adventure muss ich halt, wie gesagt, sagen, sind das meine zwei größten Gründe. Ich mag halt dieses Abenteuer-Feeling von dieser Erkundung, von dieser gefährlichen Welt, dieses halbe Survival, sage ich jetzt einfach mal. Und ich mag halt trotzdem halt auch diese Nostalgie, die ich daran halt immer lege.
Dein erster Grund wird deutlich besser ausgelebt und gezeigt in Digimon Frontier. Da stimme ich dir nicht ganz zu. Digimon Frontier zum Beispiel ist auch eine Staffel, die ich jetzt nicht so feiere, aber auch nicht so schlecht finde. Also die zu, ja, nicht ganz im Mittelfeld ist, auch doch mittlerweile, würde ich sagen, ist sie im Mittelfeld seit den neueren Staffeln. Bei Digimon Frontier habe ich ganz klare Kritiken, aber ich finde es halt auch trotzdem nicht schlecht. Bei Frontier mag ich die tatsächlich die Welt, die Worldbuilding, also das Building von der World, die ganzen Lore-Sachen. Da kommt ja das Ganze, mein Anreiz auch, hinter den Lore-Videos her. Das ist der größte Pluspunkt von Digimon Frontier. Die Erkundung der Digi-Welt und die Abenteuer finde ich jetzt nicht so markant wie in Digimon Adventure. Ich habe bei Digimon Frontier einfach das Gefühl, dass die Charaktere über weitaus mehr Macht verfügen als die in Adventure. Die in Adventure haben weitaus größere Struggles gehabt am Anfang und bei Frontier ist der Struggle, der weitaus größer ist, halt später. Von Digimon Frontier, was ich da ganz, ganz, ganz groß kritisiere, ist, dass mir der Hauptaspekt von Digimon fehlt, und zwar die Aufzucht von einem Digimon. Sie haben keine Digimon-Partner, sondern werden selber zu Digimon. Und ich persönlich finde einfach, das macht für mich Frontier auf jeden Fall schlechter als Tamers oder als Adventure. Genau. Und ich finde halt einfach, dass da wirklich einfach dieses Band zwischen dem Tamer und dem Digimon fehlt. Als jemand, der Digimon nicht als Anime als Hauptding sieht, sondern ich sehe halt die Digimon-Franchise als Hauptding. Das heißt, vor allem die Games, die bei mir weitaus höher stehen als der Anime. Und vor allem auch die V-Pads. Einfach die Idee, die Grundidee, diese Tamagotchi-artige Sache, dass man halt quasi ein eigenes Digimon hat, das aufzieht, das quasi erziehen muss und so weiter. Das finde ich weitaus wichtiger und weitaus markanter und halt, ja, den Main-Point von Digimon im Vergleich jetzt zu die Erkundung an sich. Die Erkundung mag ich zwar an Digimon Adventure, aber die Erkundung ist halt nur halb so interessant in Frontier, weil sie halt nicht dieses Band zwischen den Digimon-Partnern haben. So. Genau, der Aspekt ist ein anderer und ich verstehe natürlich trotzdem auch, warum die Leute Digimon Frontier halt mega feiern. Ich feiere es auch. Das wird man wohl in meinen letzten Videos zum Thema Digimon Frontier gemerkt haben, dass ich da wirklich auch drinne bin. Aber für mich ist es halt trotzdem nicht so gut wie Adventure. Wie gesagt, aus Nostalgiegründen und aber auch, weil ich da die Erkundung und die Aufzucht des eigenen Digimons halt einfach als Main-Digimon-Punkt finde. Wenn man mir zwei Sachen nennen müsste, die für mich Digimon ausmachen, also die Franchise an sich, nicht den Anime, weil der Anime ist immer die letzte Stelle. Wichtiger, also einen höheren Stellenpunkt haben immer die V-Pads, die Spiele und die Mangas, also auch für Bandai und auch wenn es um Lore geht. Da hat der Anime meistens den niedrigsten Standpunkt, leider, ist halt einfach so. Das heißt, wenn mir jetzt jemand zwei Begriffe, wenn einer sagen würde, nenn mal zwei Sachen, die wichtig oder die Digimon ausmachen, und Alexis, schön, dass du einschaltest, dann würde ich sagen, Punkt Nummer 1, Digimon-Aufzucht. Digimon-Aufzucht ist 80% schon. Und 20% ist Erkundung einer fremden Welt. Das sind die zwei Sachen, die ich als Hauptkriterium für Digimon sehen würde. Und das ist nur meine persönliche Meinung. Also, meine Lieben, ich werde euch ein paar echt fiese, teuflische Missionen geben. Seid ihr alle startklar für eure erste Demons-Mission? Absolut. Du da, kannst du in Kowloon anschaulich Werbung zur Entstehung der Demons machen? Erstmal was trinken hier. Ja, also ich weiß nicht. Also ich finde in Frontier, wie gesagt, die Lore am interessantesten, weil da sehr viel auf die Lore eingegangen wird. Ich mag ja auch Lucemon als Villain aus Frontier am meisten. Aber ich finde trotzdem, Abenteuer-Level ist für mich, also dieses Survival-Abenteuermäßige, ist für mich einfach in Digimon Adventure größer. Weil für mich ist dieser Survival-Aspekt, nicht die Kämpfe an sich, die Kämpfe sind für mich immer eine Nebensache, sondern dieses Ganze, dass die halt am Lagerfeuer sitzen und so weiter, und dass die halt über Sachen reden, dass die nach Nahrung suchen müssen, dass die halt diesen Struggle haben, dass die Angst haben, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht, dass die halt gemeinsam einen Plan aushacken müssen und so weiter und so fort. Das ist für mich, und wenn die das Lagerfeuerlied singen, zum Beispiel.
Sir Carrot sagt, ich frage mich immer noch, warum es keine Digimon-App gibt. Du lädst es dir runter und bekommst ein random Digi-Ei und musst dein Digimon aufziehen. Ja, finde ich auch sehr fragwürdig. Ich denke, es liegt daran, dass man sowas nicht so gut monetarisieren kann. Also man kann da nicht genug für verlangen, wie jetzt für ein Gacha-Game. Deswegen kriegen wir auch ein Gacha-Game nach dem anderen, leider. So, ja, kann ich. Ja, kannst du. Hey, hey, du da, geh in die echte Welt, hörst du? Und verkaufe 500 Exemplare von unserer neuen Single Kurzlebiger Kolibri auf dem Musikbazar. Kannst du das machen? Ach, ich finde die Charakterentwicklung bei Digimon Adventure in Ordnung. Also, es gibt auf jeden Fall... Also, ich finde, in Tamers gibt es eine bessere Charakterentwicklung. Aber ich finde die trotzdem auch in Ordnung bei Adventure. Ja, kannst du, weiter. Als weitergehen. Hey, du da drüben. Jetzt wahrscheinlich wir, genau. Ich habe das Gefühl, dass du gar nicht abrockst. Autsch, das ist gar nicht cool. Darum gebe ich dir eine besondere Mission. Jo, gib mal kurz das Digi-Weiß her. Du wirst Dexen für uns bespitzeln. Eine 5-tägige Reise habe ich für dich. Wenn etwas geschieht, sag mir einfach Bescheid. Alles klar? Sechsen bespitzeln? Langsam wird es aber echt unangenehm. Ich sollte das lieber mit Ryuji und den anderen besprechen. Erstmal zurück zu Hoodie. Genau, aber gleich ist der Stream auch schon zu Ende für heute. Wir machen jetzt noch hier die Cutscene, gucken das noch an und so wie wir wieder steuern können, dann werden wir, glaube ich, erstmal Feierabend machen, denn ich wollte nur einen kurzen Stream machen eigentlich heute. Hauptsache, dass wir halt nochmal gemeinsam ein bisschen quatschen können, den Abend ausklingen lassen und so weiter. Na, das sehen wir beide dann halt einfach anders, Tyler. Ich finde die Charakterentwicklung bei Tamers deutlich am stärksten von allen Digimon-Staffeln, meiner Meinung nach. Gerade zum Beispiel auch von Henry, gemeinsam mit Teriamon, mit Takato und seinem Digimon, mit Rika und ihrem Digimon. Er ist halt einfach, weiß nicht, ich finde das einfach weitaus am besten, die Charakterentwicklung dort. Genau, das mit dem Anfang, da stimme ich dir zu, Tyler, ne, da sage ich auch hier in meinem Stream, also wir haben das ja vor kurzem erst rewatcht und habe da nochmal eine Meinung zu gebildet und ich finde auch der Anfang von Tamers ist halt einfach nur die ganze Zeit, Gilmon, wo ist Gilmon? Gilmon braucht meine Hilfe! Weil es immer noch Kinder sind, ja, aber aus pädagogischer Sicht, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du da deinen Topf nicht einfach zu voll nimmst. Weil das halt einfach so ist, das aus pädagogischer Sicht zu sehen, weiß ich nicht. Ich finde tatsächlich, dass Tamers für Kinder auch genügend Moral an den Tag legt. Und Tamers ist halt auch nicht nur für Kinder. Also Digimon ist ja nicht nur für Kinder. Das ist ja nicht für die kleinen Kinder gedacht. Die Zielgruppe von Digimon ist tatsächlich junge Teenager. Gerade in Japan, also das ist ja da auch so festgelegt. Und aktuell, die neue Zielgruppe für Digimon, die neueren Staffeln und die neueren Games, wurde auf der Digimon Convention gesagt, ist tatsächlich Erwachsene. Aber ja, früher war das halt natürlich so, dass da die Zielgruppe auch junge Teenager war. Und ich weiß nicht, denke ich, eine Geschmackssache. So, verstehe, ein mysteriöser Hacker namens Kay gib dir Informationen zu dem Verbrecher, der deinen Account gestohlen hat. Und yo! Hardstyle Lifestyle, der Wahnsinnige, ist schon wieder am Start. Ehre geht nochmal raus an dich. Dankeschön für deine 20-Euro-Spende. Der Verrückte haut eins nach dem anderen raus. Schwarze Planetenkraft, schreibt er. Sehr nice. Hardstyle Lifestyle, ich glaube, übernächste Woche, Donnerstag um 18 Uhr, gibt es ein cooles Video für dich, wenn du schwarze Planetenkraft magst. Genau. Ja, aber ich weiß nicht. Wie gesagt, für mich ist es halt einfach so, meine Meinung ist halt nur meine Meinung über den Anime. Und ich bin auf jeden Fall ein großer Fan auch von der Charakterentwicklung aus Tamers. Ne, ich weiß nicht, ob ich das generisch finde. Ich denke, dass viele Leute viele Sachen als generisch abstempeln, die aber weitaus stimmiger sind als zu groteske Sachen. Also ich finde, heutzutage verlangt man immer so extravagante Sachen im Vergleich zu das, was eigentlich simpel sein sollte für Kinder und für Jugendliche halt einfach, ne?
geflashen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt eine offizielle, von der Lore her, eine Greymon-Spezies. Da gehört jedes Digimon rein, das in Japan Greymon heißt. Und sogar noch ein paar, die nicht Greymon heißen. Überall, wo Greymon im Wort ist. Ja, ich denke, das ist halt alles eine Ansichtssache. Ja, Tyler kann das so sehen und ich denke, seine Ansicht ist nicht automatisch falsch. Ich denke, beides kann richtig sein, weil das nämlich am Ende des Tages immer im Auge des Betrachters liegt. Und das ist ja das Interessante an solchen Sachen, dass man halt einfach unterschiedliche Meinungen haben kann, unterschiedlich analysieren kann und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Und ich finde insgesamt, also ich habe wie gesagt selber einen Sohn und tatsächlich ja, habe ich auch in meinem Umkreis natürlich damit Kindern im selben Alter auch viel zu tun und bin jetzt aber kein Pädagoge oder so, muss ich dazu sagen. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass in Digimon die meisten Charaktere sich schon auch wie Kinder verhalten. Zum Teil. Also wie junge Teenager halt, ne? Dann hast du deine Einladung angenommen, warst im Versteck der Demons, wurdest für einen von ihnen gehalten und musst Sechsen bespitzeln. Verstehe. Also wirklich, du kannst doch nicht allein in so eine offensichtliche Falle laufen, Dummerchen. Ich dachte mir schon, dass sowas im Busch ist. Du Idiot, du darfst nichts mehr verheimlichen. Ab jetzt erzählst du uns alles. Und Boo Jax, dankeschön für dein Follow. Was machen wir jetzt, Ryuji? Lassen wir ihn wirklich Sechsen bespitzeln? Immer der Reihe nach. Erst müssen wir Yugo und Fei sagen, was Sache ist. Belias, komm mit, wir gehen zum Sechsenforum. Chitose, du... Ich soll Nachforschungen zu Kay anstellen, richtig? Das musst du mir nicht zweimal sagen, überlass das ruhig mir. Ja, wie gesagt, also ich finde halt, das Interessante an solchen Themen ist halt immer, dass man die Sachen halt von verschiedenen Blickwinkeln betrachten kann, verschiedene Meinungen zu bilden kann und ja. Aber gut, Tyler, du musst halt auch dazu sagen, dass Kinder sich in verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen auch wieder unterschiedlich verhalten. Wer sagt denn nicht, dass Kinder in Japan sich zum Beispiel so verhalten wie die Charaktere aus Digimon? Das wäre ja naheliegend. Die Charaktere sollen sich ja nicht wie Charaktere oder nicht wie Kinder aus Deutschland verhalten, zum Beispiel. Ja, sehe ich auch so wie Sir Carrot tatsächlich. Holy shit, geflashen, das wusste ich gar nicht. So. Leute, dann, ich schau mal ganz kurz. Ich glaube, so langsam neigt sich der Stream dem Ende entgegen. Und, ich will keine Fey-Rebellen im Unterricht treffen. Ja, siehst du mal. Kinder in Japan sind schon deutlich anders, aber trotzdem nicht so wie in Tamers. Weiß ich nicht, ob du das hier aus dem Westen so hundertprozentig beurteilen kannst. Da müsste man, glaube ich, jemanden fragen, der dort aufgewachsen ist und der dort Pädagoge ist. Das ist, glaube ich, schwierig. Das ist immer ganz, ganz schwierig, weil ich denke, es gibt Kinder, die sich so verhalten. Ich würde zum Beispiel von meinem Sohn sagen, mein Sohn ist 13 und mein Sohn verhält sich für sein Alter sehr erwachsen, zum Beispiel. Also von seinem ganzen Verhalten, das kann Nami bestätigen. Manche Sachen sind dann eher ein bisschen kindisch bei ihm, aber andere Sachen, da hat er plötzlich voll viel Verständnis und möchte eigentlich das Gute für die anderen so. Also mein Sohn ist zum Beispiel jemand, der schaut dann auch einfach, was möchten Nami und ich gerne machen, was eigentlich ganz witzig ist. Und sagt dann immer auch, ihr macht das doch so gerne, ich würde das dann gerne mit euch machen oder so. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Zoo gehen, mein Sohn geht nicht gerne in den Zoo. Solche Geschichten. Und ich finde zum Beispiel, dass mein Sohn sich schon sehr wie Henry verhält, zum Beispiel. Also ich sehe sehr, sehr viele Sachen, die mein Sohn macht, sehr wie Henry, würde ich sagen. Oder Nami? So dieses Ganze zum Beispiel, Henry möchte Konflikte zum Beispiel meiden. Da sehen wir doch meinen Sohn auch etwas, oder? Ja. Ja, also ich würde auch sagen, mein Sohn ist halt, wie gesagt, 13 und der verhält sich schon sehr wie Henry, würde ich sagen.
So. Dann wollen wir mal gucken, Leute. Und Sportschau Brothers, schön, dass du einschaltest. Wir neigen uns aber tatsächlich gerade schon dem Ende. Verhält sich sehr verständnisvoll und sehr zurückhaltend. Ja, das ist exakt wie mein Sohn halt. Mein Sohn ist auch super verständnisvoll und sehr zurückhaltend. Aber Henry ist 10. Ja, richtig. Ich sag ja, die Charaktere sind vielleicht nicht exakt ihrem Alter entsprechend, aber Digimon ist auch nicht für 10-Jährige gedacht, sondern für Kinder im Alter von 13 bis 16. Die Zielgruppe von Digimon war damals die Kinder zwischen 13 und 16, und jetzt tatsächlich ist Digimon die Zielgruppe 18 aufwärts, haben sie letztens auf der Digimon Convention gesagt. So, also klar ist er trotzdem nicht seinem Alter perfekt entsprechend, aber halt auf die Zielgruppe abgestimmt. Ich frage mich, wenn die Zielgruppe halt 13 bis 16 ist, warum dann die Charaktere so jung sind. Verstehe ich nicht ganz. Aber es ist halt tatsächlich so. Das kann man auch sehr, sehr oft nachlesen in Interviews und sowas, dass Digimon halt für ältere Shonen gedacht ist. Also ältere Kinder. Das ist halt so typisch Shonen, sowas wie auch halt Naruto und sowas. Tatsächlich dieselbe Kategorie an Zielgruppe, aber nicht an Anime natürlich. So, schauen wir mal. Haben wir noch ein Quest offen? Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann kläre ich euch jetzt mal auf, was wir bis zum nächsten Mal machen. Der nächste Stream ist nämlich am Dienstag. Und ich werde minimal offscreen was machen, wenn ich ein bisschen Zeit finde. Ja, genau, richtig, sehe ich auch so, Tyler. Aber dass die beim Digimon-Anime auch sehr, sehr viele Fehlentscheidungen getroffen haben oder dass sie sehr, sehr viele, ja, Rücksichtsfehler machen, ist natürlich klar. Die Farm für Aufträge nutzen. Boah, Taichi, ich will mal ein bisschen langsam machen mit Aufträgen tatsächlich. Ich glaube, die will ich eher so gegen Ende machen. Weil ich halt das Gefühl habe, die Leute wollen eher, dass ich da so ein bisschen die Main-Story pushe im Spiel. Aktuell. Das Projekt zieht sich natürlich auch wieder ein bisschen, ne? Deswegen müssen wir mal langsam gucken. Worst Case kann man die Dinge ja auch immer so relativ im Endgame machen, wenn man möchte. Genau. Nee, also Digimon ist halt immer so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Der Wurstkäse, genau. Im Wurstkäse machen wir das im Endgame. Man findet halt nichts, was schlecht daran ist. Das ist eine, Tyler, das ist eine Ansichtssache. Ich finde etwas, was schlecht daran ist. Und zwar, dass der komplette Sinn von Digimon fehlt. Der Sinn von Digimon, der Ursprung von Digimon, ist die Aufzucht von Digimon. Die Tamagotchi-mäßige Aufzucht und Erziehung von Digimon. So, und das fehlt doch komplett bei Frontier. So, das ist, wie du siehst, das ist eine Anschauung, das ist eine verschiedene Ansicht. Und weißt du was? Deine Ansicht ist richtig und meine auch. Also das ist halt bei sehr vielen Dingen halt einfach so, weil es Geschmackssache ist. Ja, ist halt schwierig, ne, als Erwachsener das dann im Nachhinein zu beurteilen. Die Welt von Frontier ist nett gemacht, die ist nicht nur nett gemacht, die Welt von Frontier ist die lorereichste Welt von den älteren Staffeln. Und ich finde, durch Frontier ist Lore überhaupt erst interessant geworden in Digimon. So, es gab ja schon immer Digimon-Lore, aber ich finde, durch Frontier sind diese großen, interessanten, mysteriösen Aspekte größer geworden. Genau, was Geflashen sagt. Ich finde es allgemein, bei Ansichten, wenn man ehrlich ist und keine Jokes macht oder so, ist es immer richtig schwierig, von richtig und falsch zu sprechen. Denn ich denke, Ansichten können unfassbar unterschiedlich sein und oftmals gibt es kein richtig und falsch, sondern es gibt auch mehrere Sachen, die gleichzeitig richtig sein können, ne? Aber wenn die Staffel diesmal nicht zeigen wollte, dann ist es für die Qualität der Serie irrelevant. Richtig, aber Ziel trotzdem halt dann verfehlt, ne? Weil das halt am Ende noch immer Digimon ist. Dann hätte man ein komplett ein Spin-off nehmen sollen. Dann hätte man das Wort Digimon und Digimon rauslassen sollen, wenn man das so nicht zeigen möchte. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Wenn man es als ein Einzelprodukt betrachtet, kannst du das natürlich so sehen. Ich für mich zum Beispiel finde dennoch, dass Frontier zwar extrem gut ist, genau, aber halt weitaus, ja, weitaus, ich sag mal, jetzt nicht so nice für mich persönlich ist, wie jetzt Tamers oder Digimon Adventure. Sportschau Brothers, das ist theoretisch richtig, aber ich würde so weit gehen und sagen, in Digimon Adventure ist Aufzucht noch ein Aspekt. Und wo wir den Aufzucht-Aspekt
immer noch, wie immer wieder sehen, ist bei der dunklen Digitation, die ja in fast jeder Staffel vorgekommen ist. Eine dunkle Digitation ist eine Hommage, eine Anspielung darauf, dass du Pflegefehler gemacht hast. Bis heute. Deswegen, ja, also das ist schon auch vorhanden mit der dunklen Digitation, die aber in Frontier wegfällt und nur als Korrumpierung einer anderen Quelle funktioniert, da man ja keinen Partner hat, bei dem man Pflegefehler machen kann. Also klar, ist halt die, die Spirit der Dunkelheit hat ja die korrumpierte Version. Ja, das neue Adventure muss ich auch noch fertig gucken, aber Ghost Game gucke ich immer aktuell. Das ist in Ordnung, hat jetzt für mich nicht ganz die Qualität wie jetzt Tamers oder auch wie jetzt Adventure. Aber Digimon Ghost Game finde ich bisher auch ganz cool. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das Problem bei Digimon Ghost Game aktuell meiner Meinung nach ist, dass der Anfang genauso schleppend ist wie in Tamers. In Tamers hatten wir ja dieses Problem, dass am Anfang die ganze Zeit nur ist, die komplette Hälfte der ersten Staffel ist ja, oder halt, ist ja nur eine Staffel von Tamers, die komplette Hälfte von Tamers, komplette Hälfte ist übrigens auch ein geiles Wort, ist halt Gilmon, wo ist Gilmon? Gilmon braucht meine Hilfe. Und das ist halt wirklich Takato. Und das ist halt wirklich 50% von Tamers, also der ganze Anfangsbereich. Ja, sehe ich aber nicht so, weil die Aufzucht eines, wie einem, also die Digimon-Aufzucht ist ja mehr wie die Aufzucht eines Haustiers. Also absolut nicht das, was du jetzt zum Beispiel meinst, sondern ich sehe das eher so wie die Erziehung eines Hundes so. Und das sind halt einfach, deswegen ist deine Meinung richtig und meine halt einfach auch. Ist so, Tamers Teil 1, Gilmons Aufzucht. Ja, Tamers hat einen sehr großen Aufzuchtaspekt und Digimon Adventure halt auch, definitiv. Da kann man nicht viel gegen sagen, weil das Ding ist halt auch einfach, man merkt halt auch diese ganzen Hommagen. Gerade in Digimon Adventure merkt man ja diese Anspielungen auf die Pflegefehler, man merkt die Anspielungen auf das Überfüttern. Und das sind halt diese ganzen Kleinigkeiten, die den Anime sehr interessant machen, weil sie, auch wenn der Anime immer ein Randmedium ist, das halt nicht im Fokus ist. Das ist alles nur Werbematerial für das eigentliche Digimon. Das eigentliche Digimon sind die V-Pads und die Games. Und bei den V-Pads und den Games hat man ja früher vor allem auch diesen ganzen Aufzugaspekt halt im Fokus gehabt. Digimon World 1, die V-Pads, wie gesagt, die Tamagotchi-mäßig sind, die Digivices. Und du hast halt diese unfassbar vielen Anspielungen darauf. Das Überfüttern, die Pflegefehler in Form der dunklen Digitation, ja, die Erkundung, die du auch in Digimon World 1 hast. Und ja, so sieht's halt aus. Zumal ja Digimon Adventure nur Werbematerial für Digimon World war im Prinzip. Und dann zu mehr gemacht worden ist. Ja, ich habe ja gerade die Punkte genannt, die meiner Meinung nach in Adventure halt auf die Aufzucht hindeuten. Also wie gesagt, die Pflegefehler, die dafür sorgen, dass Greymon zu Skull Greymon wird. Dann haben wir das Überfüttern von Agumon, das halt dazu führt, dass er dann nicht mehr kämpfen kann, weil er einfach zu schwer ist. Diese Dinge halt, diese Kleinigkeiten, die an die V-Pads erinnern. Genau, ich schau mal ganz kurz, was ihr so geschrieben habt. Die Digitation von Duskmon zu Velgremon ist keine dunkle Digitation tatsächlich, sondern das ist eine Korrumpierung, ist aber auch eine Anspielung auf die dunkle Digitation natürlich. Nö, also ich finde die Idee war es in Ordnung. Die meisten finde ich ein bisschen strange, da stimme ich dir zu. Aber ich finde die meisten zwar strange, aber noch in Ordnung. Genau richtig, das meine ich, Taichi. Das ist doch voll die Hommage an Digimon World 1. Also du merkst halt bei Digimon Adventure, dass das halt voll auf das V-Pad getrimmt ist. Wie gesagt, das Überfüttern von Agumon, die dunkle Digitation, um es nochmal zu nennen, durch Pflegefehler quasi, die hervorgerufen wird durch Pflegefehler,
diese ganzen halt Sachen so. Das Tadeln, das Loben, also die ganzen Funktionen von Digimon World 1 und von den, die halt auch auf den V-Pads basieren. So, aber gut, Leute. Das war's dann erstmal heute für den Stream. Wir sehen uns wieder am Dienstag, da machen wir weiter. Da wird es bestimmt einen Haufen Main-Story geben, glaube ich. Und da müssen wir mal schauen, wie wir vorankommen. Und auch ganz wichtig, wir werden bestimmt nächste Woche mal schauen, ein, zwei Tage, werden wir da bestimmt auch Koromon spielen, dass wir da auch ein bisschen vorankommen. Also Hackers Memory, Koromon pushen wir jetzt. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr am Start seid und wir über alle möglichen Themen wieder reden können. Ich fand es heute wieder phänomenal interessant und ich freue mich auch immer, andere Ansichten zu sehen, weil das natürlich auch einfach spannend ist, ne? Und genau, Leute, ich wünsche euch alle frohe Ostern, ne? Die Tage jetzt. Feiert schön, falls ihr feiert, falls nicht, erholt euch schön über die Feiertage und ja, Leute, am Dienstag sehen wir uns dann wieder. Ja, ich denke, das ist eine Ansichtssache, Sportschau, ne? Aber es ist halt, wenn du bedenkst, dass der Digimon-Anime nur alleine als Werbematerial, also gerade Adventure als Werbematerial für die V-Pads dient, also für Digimon World 1, dann ist es halt schon naheliegend, was die Andeutung dahinter ist, ne? Sie haben es halt versucht, so dezent wie möglich unterzubringen. Irgendwo. Genau. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das erstmal für den heutigen Stream. Das heißt, wir sehen uns am Dienstag nach den Osterfeiertagen und, genau, Leute, dann wünsche ich euch gleich einen schönen Abend, später eine gute Nacht. Und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias, bis dahin, ciao, ciao. Und ich bin Nami, ciao, ciao. Bis Nami das checkt. So, ciao, ciao.